Hallo zusammen, ich begrüße euch gerade aus Berlin. Ich bin vor 15 Minuten angekommen, habe mich rasch umgezogen und wenn ihr meine Insta-Stories geschaut habt, wisst ihr auch, was ich hier gerade angelegt habe. Nämlich das Outfit, das ihr dafür gewotet habt. Für Bread and Butter. Da bin ich jetzt mit Zalando in Berlin. Und ich muss ein bisschen pressieren, mein Taxi wartet schon auf mich. Dann würde ich sagen, gar nicht lang, bla bla. Let's go, we're gonna bread and butter. So, meine Lieben, ich bin erst 5 Minuten hier, aber ich liebe es jetzt schon. Ich habe bereits einen veganen Donutstand gesichtet. Da gehe ich jetzt gleich als erstes mal hin. Danach habe ich einen Fototermin mit Samir und dann gehe ich Nivis zu. Ready for day number 2 und für mich leider auch schon der letzte Tag. Die Bread and Butter würde bis Sonntag dauern, aber ich habe noch andere Termine in der Schweiz. Ich muss heute Abend leider schon zurückfliegen, aber bis jetzt war es so super toll. Heute wird nochmal toll und irgendwann ist ja dann auch genug. Was trage ich heute in meinen Insta-Stories? War das Outfit Nummer 1. Heute fühle ich irgendwie das. Und als ich hier ins Zimmer gekommen bin, hatte ich eine riesen Box da mit Geschenken. Unter anderem da drin waren diese Socken. Und sie passt auch zu dieser Jacke hier, die muss ich euch zeigen, die hier auch auf meinem Zimmer war. Wenn ihr meine Insta-Stories geschaut habt. Und den muss ich auch wieder mitnehmen. Ups. Meinen Pass. Ja, wenn sich wieder jemand fragt, was ich alles von zu Hause mitgenommen habe, wirklich nur das und das auch nur,
weil ich momentan die Darmreinigung mache. Ich habe da auch schon auf Instagram was zu erzählt. Ich blende euch jeden Post ein, den ich dazu gemacht habe. Wenn ich schon dabei bin, kann ich in diesem YouTube-Video auch gerne ein bisschen was darüber erzählen. Ja, ich finde das ein wirklich wichtiges Thema. Ihr wisst, ich bin nicht mehr der Fan von 10.000 verschiedenen Supplements nehmen, das für Muskelaufbau, das zum Fettverbrennen und so. Diese Zeiten sind bei mir ja wirklich vorbei. Bei mir steht Gesundheit an erster Stelle. Und jeder weiß mittlerweile, oder eben leider noch nicht alle, deswegen möchte ich euch darauf hinweisen, aber Gesundheit hat zu einem sehr großen Teil mit dem Darm zu tun. Der Darm ist ein unglaublich wichtiges Organ. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt, Darm mit Charme, kann ich euch empfehlen. Bin ich auch gerade am Lesen momentan. Ich möchte euch sagen, der Darm ist nicht nur für die Nährstoffaufnahme und für die Verdauung zuständig. Der Darm hat so viele weitere Funktionen auch. Ja, kurz und einfach gesagt, wer ein gesunder Darm hat, der ist schon mal sehr, sehr, sehr weit und sehr vielen anderen, die das nicht haben, voraus, was die allgemeine, die holistische Gesundheit betrifft. Durch eine ungesunde Ernährung, durch viel Stress, durch einen ungesunden Lebensstil kann sich im Darm extrem viel ablagern und unseren Darm belasten. Und das sind eben solche Sachen, die der Darm alleine nicht mehr ausscheiden kann. Und wer Probleme mit seinem Darm hat, der kann an chronischer Müdigkeit leiden, an einem unreinen Hautbild, also an gestresster, ja, unschöner, unreiner Haut. Und es geht aber sogar noch viel weiter, es kann wirklich zu ernsthaften Erkrankungen kommen. Zudem sind in unserem Darm sogenannte gute Darmbakterien, die sehr wichtig sind für uns. Die sind unerlässlich für den Darm. Und das Problem ist, dass heutzutage so viele Menschen, teilweise auch ohne es zu wissen, ich habe ja auch schon öfter gesagt, im Fleisch zum Beispiel, in tierischen Produkten ist Antibiotika drin. Viele nehmen aber auch Antibiotika müssen oder ob man sie muss, ist dann die andere Frage, aber nehmen Antibiotika zu sich und Antibiotika zerstört dann diese schlechten Bakterien im Körper, für die man ja das Antibiotika nehmen soll, was der Arzt da gesagt hat, aber das Antibiotika zerstört eben nicht nur die schlechten Bakterien, es zerstört auch die guten Bakterien und die guten Bakterien sind unter anderem eben die Darmbakterien. Also Antibiotika bringt wirklich ganz, ganz, ganz viele Nachteile mit sich. Ich versuche da immer die Finger von zu lassen. Ich nehme hier Bentonit und Flohsamenschalen und die können eben zum Beispiel diese Ablagerungen im Körper binden und abtransportieren, was der Körper selbst nicht kann. Und dann, wovon ich vorhin geredet habe, sind eben die Darmbakterien. Das hier ist so ein Kombiflora, sozusagen ein Probiotikum und das sind eben diese gute Darmbakterien, die man unbedingt wieder aufbauen soll. Eigentlich immer, finde ich, vor allem wenn man halt kürzlich mal Antibiotika genommen hat. Diese Kur geht jetzt 4 Wochen. Ich bin die jetzt machen und deswegen habe ich das jetzt hier auch mitgenommen, weil ich das wirklich jetzt durchziehen will, weil ich habe schon so viel Gutes von Darmreinigungen und Darmkuren gehört. Ja, wenn das Thema Gesundheit mit natürlichen Produkten, ohne Chemie, so Alternativmedizin und natürliche Heilmittel, wenn euch das interessiert, schaut mal bei meinem Kooperationspartner MyFairTrade im Webshop vorbei. Die haben so, so, so viele tolle Sachen. Und da findet ihr halt alles andere als jetzt irgendwie, hat sie dieses klassische Whey-Protein und Keratin und, nee, nicht Keratin, wie hieß es? Kreatin. Keratin ist was anderes. Schaut mal vorbei. Das ist so für mich mein Nummer 1 Webshop aktuell. Jetzt aber genug über Darmkur geredet. Ich mache mich jetzt ready und dann geht's erstmal zum Frühstück und dann ab to Bread and Butter Day 2. So you think you were right? Bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Give it.
Wir haben Essen gefunden. Ja! Und sogar Nives als Nicht-Veganerin ist heute vegan. Vegane Platte jetzt. Cool. This is how I like it. Way up in the clouds. The weather will knock you down. You know there's emotion between us.